So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück. Wir knüpfen da an, wo wir eben aufgehört haben. Herr Kleber, denken Sie, dass das Bildungs- und Ausbildungssystem in Deutschland ausreichend strukturiert ist für die hohe Zahl der Migranten? Weil man sagt ja, circa in 50 Jahren, Entschuldigung, in Zukunft werden circa 50% aller Azubis einen Migrationshintergrund haben. Also mit Sicherheit sind wir heute nicht optimal aufgestellt, aber ich sehe Veränderungsbereitschaft. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass in türkischen Familien über die Bedeutung einer Berufsausbildung stärker diskutiert wird, als es bisher Wie passiert. kann man die Familien sensibilisieren? Ich glaube, das muss in der Schule beginnen. Wir wünschen uns, dass auch die türkischen Eltern intensiver den Kontakt zur Schule suchen. Meine Frau ist selber Hauptschullehrerin und ich weiß, dass sie wirklich Probleme hat, die Eltern ihrer Schüler mit zu Elternsprechtagen, zu Elternabenden zu bekommen. Hier muss geworben werden und ich glaube, wenn man die richtige Ansprache findet, werden wir auch die Eltern unserer türkischen Schülerinnen und Schüler in die Schularbeit besser integrieren. Denken Sie, dass sich durch die Globalisierung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Migranten verbessern? Man kann nicht generell sagen, aber Menschen mit Migrationshintergrund haben in aller Regel einen sprachlichen Vorteil. Und sie haben den Vorteil, zwei Kulturen kennengelernt zu haben und zu beherrschen. Und dieser Vorteil kann sich durchaus, wenn er gefördert wird, auch in besseren beruflichen Perspektiven widerspiegeln. Ich weiß, dass etwa türkische Bürger oder Bürger türkischer Herkunft in Deutschland eine Kaufkraft von 15 bis 20 Milliarden Euro in Deutschland repräsentieren. Und diese Zahl ist ja steigend. Und sie steigt und deshalb ist es für viele Unternehmen interessant, spezielle Marketingstrategien auch für diese Gruppe zu entwickeln, die auf ihre Bedürfnisse, auf ihre kulturellen Gegebenheiten, Wünsche, Arten, sich auszudrücken, eingehen. Und hier liegt es auf der Hand, dass Menschen, die selbst diesen kulturellen Hintergrund haben, auch beruflich besondere Chancen bekommen. Im Türkischen gibt es übrigens ein Sprichwort: İki lisan, iki insan. Zwei Sprachen, zwei Menschen, heißt es dort. Und ich denke mal, das ist auch so. Ja, ich glaube, es ist ein Vorteil. Es ist nicht ein schizophrener Mensch, sondern es sind zwei Menschen, die in zwei Kulturen, in zwei Sprachen sich auskennen. Und jedermann weiß, dass dies in einer immer enger zusammenwachsenden Welt ein großes Potenzial ist, auch beruflich ausgebeutet zu werden, zum Nutzen der Menschen, die diese Fähigkeiten mitbringen. Nun, der Staat und die Wirtschaft unternehmen ja eine Menge, wie man gesehen hat, um Zuwanderern eine berufliche Chance zu geben. Das kann natürlich nicht einseitig sein. Also was müssen Migranten tun? Was muss der Beitrag der Migranten sein? Der Beitrag, den jeder Mensch bringen muss. Sie müssen zielstrebig sein, sie müssen leistungsbereit sein, sie müssen wollen. Sie müssen wollen, qualifiziert zu werden. Sie müssen es wollen, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und wenn dieser Beitrag da ist, dann glaube ich, wird es denen, die Hilfe geben müssen, die Brücken bauen, auch einfacher, als wenn es an diesem Willen fehlt. Also die Chancen einfach ergreifen, oder? Ja. Nun, in Deutschland leben ja auch mittlerweile über 70.000 türkische Unternehmer, die über 300.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Herr Kleber, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ich bewerte sie positiv. Deutschland hat eine zu geringe Selbstständigenquote. Wir brauchen mehr Unternehmer, weil Unternehmer ja Menschen sind, die etwas unternehmen und Arbeitsplätze schaffen. Und wir sehen in jedem Unternehmer, ob er einen Migrantenhintergrund hat oder nicht, eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Was wir uns wünschen von den Unternehmern mit Migrationshintergrund, dass sie intensiver auch in die Ausbildung mit einsteigen. Gibt es da schon eine Kooperation? Es gibt Kooperationen unserer Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern mit den Unternehmern und man darf auch hier jetzt nicht
mit dem Zeigefinger, mit dem erhobenen Zeigefinger arbeiten. Es ist ja auch schwer für jemand, der dieses deutsche duale Berufsausbildungssystem nicht so mit der Muttermilch aufgesogen hat, wie wir das getan haben in Deutschland. Aber ich denke, dass die Bereitschaft wächst und die Menschen erkennen, dass ohne angemessene Qualifikation sie im globalen Wettbewerb immer Gefahr laufen, ins Hintertreffen zu geraten. Und das gilt für Unternehmer mit Migrationshintergrund und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ebenso wie für andere Unternehmen in Deutschland. Und welche Bedeutung haben Migrantenunternehmen für die Wirtschaftskraft und damit letztendlich für den Arbeitsmarkt in Deutschland? Sie bringen Dynamik in den Arbeitsmarkt. Die ausländischen Unternehmen in unserem Land repräsentieren mittlerweile ein Potenzial für fast 1 Million zusätzlicher Arbeitskräfte in Deutschland. Wenn wir dies voll aktivieren, wird unser Staat von Sozialausgaben entlastet. Die Menschen finden Sinn in ihrem Leben, finden Erfüllung in ihrem Leben, haben das Gefühl, dass ihre Talente auch angewandt werden können. Und das bringt unsere Gesellschaft als Ganzes voran. Integration durch Qualifikation sozusagen. Das ist das A und O jeder modernen Sozialpolitik. Herr Kleber, wie zufrieden sind Sie mit den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen? Wir haben lange gewachsene Beziehungen, die ein tiefes Vertrauensfundament haben. Und ich glaube, dass auch unabhängig von der großen Anzahl von Mitbürgern türkischer Herkunft die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen eine große Zukunft haben, insbesondere weil die Türkei ja auch in andere Regionen der Welt hin als Brückenkopf dienen kann. Eine exportorientierte Nation wie Deutschland kann auf einen so starken Wirtschaftspartner wie die Türkei überhaupt gar nicht verzichten. Die Türkei hat ja auch eine sehr wichtige strategische Rolle, nicht wahr? Und gibt es vielleicht auch einige Bereiche, wo man sehr intensiv miteinander kooperiert? Also für jeden deutschen Bürger ganz offensichtlich ist der Tourismus das absolut bevorzugte Feld der wirtschaftlichen Kooperation, weil die türkische Gastfreundschaft sprichwörtlich ist und das, was landschaftlich in der Türkei geboten wird, gefällt den meisten Deutschen auch sehr gut. Deshalb glaube ich, wird auch der Tourismus immer eine sehr bevorzugte Stellung in den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen behalten. Sehen Sie irgendwelche Tendenzen, wie sich der Markt jetzt zwischen den beiden Ländern in den nächsten Jahren entwickeln wird? Also ich glaube, dass wir mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten rechnen dürfen, aber niemand weiß, ob die ein oder andere politische Krise auch mal wieder einen Rückschlag in den Wirtschaftsbeziehungen zur Folge haben wird. Aber in der langen Tendenz bin ich optimistisch, dass wir ausbaufähige Beziehungen haben. Was halten Sie von den aktuellen Ereignissen in der Türkei? Es gibt Licht und Schatten in der Türkei. Aber ich glaube, es steht einem Deutschen nicht an, öffentlich über Schatten zu sprechen. Das, was wir guten Freunden an kritischen Worten sagen wollen, das machen wir außerhalb der Öffentlichkeit. Und deshalb sage ich, die positiven Entwicklungen überwiegen eindeutig. Und deshalb denke ich, dass die deutsch-türkischen Beziehungen eine gute Zukunft haben. Herr Kleber, in Deutschland herrscht ja auch dagegen die Sorge, dass Unternehmen verstärkt Arbeitsplätze in die Türkei verlagern.